Herzlich willkommen zu meinem Video mit Laracon Portable und Microsoft Visual Studio Code PHP programmieren. Ich erkläre jetzt also wieder mit diesem Laracon Server, den ich schon einmal vorgestellt habe. Also ich habe dir schon Videos gezeigt, wie du den installieren kannst, ganz geschickt mit Visual Studio Code arbeiten kannst und PHP programmieren kannst. Du musst erst einmal Visual Studio Code installieren. Und du machst die rechte Maustaste, du hast jetzt dort Laracon gestartet, gehst auf Tools, Quick Add und gehst dann hier auf Code. Und schon wird dann diese Datei heruntergeladen, diese ZIP-Datei, und sie wird dann in ein Verzeichnis bei Laracon dann hineingeladen. Und das hat den großen Vorteil, dass du dann diesen Ordner, diesen Portable-Ordner von Laracon dann mitnehmen kannst, kopieren kannst, auf dem USB-Stick woanders hingeben kannst und den dann sehr einfach dann weiterverwenden kannst. Ja. Damit das Ganze natürlich funktioniert, musst du vorher diese Laracon Portable Version dann runtergeladen, installiert haben. Wie gesagt, das habe ich dir in einem anderen Video schon gezeigt. Und dann kannst du das so machen, wie ich es jetzt gerade gemacht habe. Ich bin jetzt da wieder drinnen. Und wenn ich jetzt rechte Maustaste Tools nehme, ist dementsprechend hier schon dieser Visual Studio Code Editor dann schon installiert. Ich zeige dir das jetzt im Verzeichnis. Ich bin hier in meinem Ordner von Laracon. Das ist eigentlich nichts anderes als so ein Ordner, den ich hier habe. Da sind alle Dateien drin, und wenn ich jetzt auf Bing gehe und dann in den Ordner Code suche, dann habe ich jetzt hier den gesamten Visual Studio Code Editor dann da herinnen. Damit das auch dann wirklich lokal funktioniert, das heißt, wenn ich hier Code starte, sollte er all seine Einstellungen hier in diesem Ordner belassen, und dann muss ich dann praktisch dem Editor hier mitteilen, dass er eine portable Version ist. Klicke auf Neu, klicke auf Data. Wenn hier ein Unterordner Data drinnen ist, weiß Visual Studio Code, dass es als portable Version laufen soll. Wenn es nämlich nicht der Fall ist, werden alle Einstellungen des Editors dann vom Visual Studio Code Editor an bestimmten Stellen der Festplatte verteilt und hinterlegt. Und das ist für mich aber natürlich nicht günstig, wenn ich das vielleicht gar nicht machen darf, wenn ich in der Schule oder in einem Betrieb bin, wo ich dann nicht einfach irgendwo was installieren kann. Dann ist es geschickt, wenn alles in einem Ordner bleibt. Deswegen hier Data anlegen. Ich gehe jetzt wieder zurück und starte dann den Visual Studio Code Editor. Bevor ich den Editor starte, starte ich bei mir nochmal den Server. Alle Dienste ist hier gestartet und hier sehe ich schon, alles läuft unter dem Port 8080. Das wird dann gleich eine Rolle spielen, dass ich mir das gemerkt habe. Muss ich später nämlich dann eintragen. Rechte Maustaste, Tools, und ich starte hier den Editor. Und man sieht schon hier, in englischer Sprache ist alles da gehalten. Und ich möchte es in deutscher Sprache natürlich. Ich habe hier die Möglichkeit, siehst sehr aufgeräumt, diese Oberfläche, hier eine Erweiterung zu installieren. Ich gehe hierher und kann eine Extension, Englisch für Erweiterung, herunterladen. Gib hier German ein und habe hier einige Dinge, die mir angeboten werden. Ich nehme hier die Variante von Microsoft, das ist Language Pack. Dann bietet er mir dann eine deutsche Oberfläche. Ich klicke auf Install. Ja, und da scheint einmal gar nicht viel passiert zu sein, und das hängt damit zusammen, dass hier bei diesem Visual Studio Code Editor, wenn ich dann bestimmte Extensions installiere oder Einstellungen vornehme, die dann häufig erst wirksam werden, wenn ich dann hier den neu gestartet habe. Also nicht Windows, sondern hier den Editor. Und er bietet mir hier dann schon an, Restart Now. Das mache ich jetzt einmal. Und er startet ihn neu, und ich sehe dann hier schon in deutscher Sprache, wie da im Prinzip alles dann eingestellt ist. Ich gehe jetzt nochmal in mein Verzeichnis hinein und schaue mir das dann einmal an. Ich mache das jetzt noch einmal zu. Und wenn ich hier bei Data, wenn ich hier bei Bin bei Code hineingehe, wenn ich hier bei Code nochmal hineingehe, dann habe ich diesen Datenort, und da sind all diese Dinge dann erinnern, und das siehst dann hier schon dieses Language Pack, also da landen dann diese Erweiterungen. Ich gehe jetzt zurück dann bei mir in meinen Editor. Das mache ich, indem ich neu starte, rechte Maustaste, Tools, Code. Und er ist dann dementsprechend schon gestartet. Jetzt geht es darum, dass ich mit PHP dann einmal alle Erweiterungen runterlade, die ich dann später auch gut brauche, damit es gut funktioniert. Und danach nehme ich mir erst dann die Einstellungen vor. Ich gebe mal ein hier Code, dann kommt schon Code Runner, das ist die erste Erweiterung, die ich mir da installieren möchte. Ja, hat das installiert. Als nächste möchte ich dann herunterladen Format HTML. In PHP. Das ist diese Erweiterung hier. Das heißt, es gibt eine Unmenge an Erweiterungen für die unterschiedlichsten Sprachen. Das hat jetzt auch installiert. Dann OpenPHP. PHP.
HTML, JavaScript, JS im Browser. Die wähle ich mir jetzt auch aus. Wichtig immer aufzupassen, dass es der richtige Anbieter ist, nicht, dass man dann irgendwas installiert. Klick hier auf Installieren und last but not least das PHP Extension Pack. Da habe ich es schon, in dem Fall von Felix Becker, und das beinhaltet dann eigentlich zwei Erweiterungen. Und klick dann hier auf Installieren und dann wird das Ganze dann schon installiert. Du ahnst schon, was ich machen werde. Ich werde das Fenster zumachen, damit das Ganze auch dann wirklich dann installiert wird. Gehe wieder hier rein, gehe wieder auf Tools, starte das Ganze. Damit kommen dann tatsächlich diese ganzen Extensions dann an. Dann geht es einmal darum, bevor ich noch andere Einstellungen vornehme, dass ich hier den Arbeitsordner einstelle. Also Visual Studio Code soll dann meine Dateien finden, die ich da verwenden möchte. Ich klicke auf Ordner öffnen und stelle den Pfad ein. Ich bin hier bei LaraCon.ww, klicke auf Ordner auswählen und jetzt zeigt mir schon all die Dateien an. Das hat folgenden Hintergrund. Ich bin wieder hier in meinem Laragon-Ordner und wie du wahrscheinlich schon weißt, bei Laragon werden all die Webseiten, die man erstellt, die PHP-Dateien, die Programmdateien, das ist ja Webserver, werden immer im Ordner www abgespeichert. Wenn du XAMPP verwendet hast schon einmal, dann werden die alle auch unter htdocs gespeichert, hier unter www. Und dann muss man eben dann Visual Studio Code Editor dann hier den Pfad zu www angeben. Das ist so der Hintergrund dieser Einstellung. So, jetzt bin ich wieder dann zurück und jetzt geht es darum, dass ich die wichtigen Einstellungen vornehme. Da gehe ich dann da herunter zu diesem Zahnrad, gehe auf Einstellungen und kann dann hier ganz gezielt nach bestimmten Einstellungen dann suchen. Das erste, was ich hier dann machen möchte, ist dann, ich gebe hier PHP ein und dann werden mir schon einige Dinge dann vorgeschlagen. Wichtig ist, dass ich hier mal das Hackerl setze bei PHP Validate Enable, also soll dann überprüfen, was ich hier mache, wenn ich ein PHP-Programm praktisch habe. Und dann in Settings JSON bearbeiten, da klicke ich dann mal hinein, Vorsicht hier on Save, das passt. Und muss dann hier dann einen Pfad angeben, wo nämlich diese PHP-Exe-Datei gefunden werden kann. Ich zeige dir das jetzt gleich einmal in meinem Ordner. Ich bin wieder in meinem Laragon-Ordner und da befindet sich PHP dann im sogenannten Binary-Ordner. Bin, suche dann PHP, da bin ich dann schon. Suche mir dann meine PHP-Version, mit der ich arbeite. Ich arbeite mit der 7.4.12er. Und bin dann hier bei dieser Exe-Datei, die habe ich dann gesucht. Und jetzt muss ich mir dann diesen Pfad hier nehmen. Ja. Unter diesem Pfad hier findet man diese PHP-Exe-Datei. Ich kopiere das jetzt dann, rechte Maustaste kopieren oder Steuerungstaste C, gehe wieder zurück in den Visual Studio Code und da trage ich das jetzt ein, ich kopiere es jetzt rein und mache dann hier jetzt in diese Richtung hier, dann trage ich ein php.exe. Jetzt siehst du schon, dass hier, wie ich das hineinkopiert habe, da zeigt er mir das dann rot an, so passt das für ihn nicht, so würde er es nicht finden. Er nimmt also nicht diese Schreibweise, die wir da von Windows an und für sich kennen. Ich korrigiere das Ganze dann, drehe das jetzt um und er würde dementsprechend das hier dann finden. Ich speichere dann diese Einstellung, die ich jetzt hier genommen habe, mache sie nochmal zu, gehe dann weiter runter und sehe dann hier Executable Path auch noch einmal, klicke da wieder hinein. Dann wird mir hier dann ein anderer Antrag, also Eintrag vorgeschlagen. Und da trage ich im Prinzip genau dasselbe ein, wie ich es hier habe. Ich kopiere das dann praktisch, setze es dann hier zwischen diese beiden Anführungszeichen und das passt dann auch soweit und hat es dann dementsprechend dann auch schon übernommen. Ich mache dann hier wieder Datei speichern. Als nächstes widme ich mich dann den Einstellungen von meinen Erweiterungen. Ich gehe wieder auf Erweiterungen, schaue, was ich hier machen kann. Da habe ich Code Runner, klicke dann hier hinein und habe dann hier Erweiterungseinstellungen. Und da sollte ich dann auswählen Code Runner Clear Previous Output, mache ein Häkchen. Das hat den folgenden Hintergrund, dass ich dann, wenn mein Programm dann durchgeführt wird, dass man dann wirklich eine Rückmeldung gibt über das aktuelle Programm und nicht ein Versuch, den ich vorher schon einmal durchgeführt habe. Also dieses Häkchen setzen ist dann mal ganz wichtig. Dann gehe ich dann da weiter herunter, gehe auf Bearbeiten. Und dann schlägt er mir dann wieder bestimmte Dinge vor. Und hier habe ich als PHP, beim Dateityp PHP, müssen wir jetzt hier denselben Pfad angeben, den wir da hier oben gehabt haben. Den kopiere ich mir dann ganz einfach und schreibe dann zwischen die Anführungszeichen. Und dann kopiere ich mir noch einmal diese Zeile hier und füge darunter dann HTML ein. Wir wollen ja dann auch häufig dann wahrscheinlich auch HTML-Seiten dann dementsprechend dann auch erstellen.
Dann als nächstes gebe ich dann, mache ich das hier dann zu, mache ich das auch zu, gehe dann wieder da herein auf Einstellungen und gebe dann nochmal ein OnSave. Und das zeigt mir alle Dinge an, die damit zu tun haben. Und hier beim Editor Format und Save bedeutet dann, dass all die Extensions dann spätestens dann wirksam werden und mir etwas vorschlagen, wenn ich dann auch tatsächlich dann mein Listing, mein Programm, mein PHP-Programm dann auch tatsächlich dann speichere. Dann als nächstes gehe ich dann hier zu OpenPHP herein, zu dieser Erweiterung, mache Erweiterungseinstellungen und schaue mir dann an, was ich hier dann alles eingeben sollte. Und da gebe ich dann einmal hier ein Localhost Doppelpunkt. Und dann muss ich hier dann den Port angeben, der bei meinem Webserver vorhanden ist. Wo finde ich das? Bin jetzt hier bei meinem Webserver Laragon und da steht dann 8080. Also ich muss in dem Fall hier nach dem Doppelpunkt dann 8080 eintragen. Da trage ich einmal 8080 ein. Als nächstes muss ich hier bei Document Root Folder genau den Weg dann eintragen, wo sich meine Webseiten befinden, meine PHP, meine HTML-Dateien. Dazu gehe ich wieder bei meinem in mein Verzeichnis hinein. Bin hier wieder bei Laragon, gehe dann hinein. Das war der www-Ordner. Und dann übernehme ich mir genau diesen Pfad, den ich hier habe. Markiere den dann, rechte Maustaste kopieren, gehe wieder in meinen Editor zurück. Bin wieder hier, kopiere das dann hier hinein. Was ich nicht vergessen darf, ist dann dementsprechend dann hier dieser letzte Backslash. Ja, da passt dann genau dieser Vorschlag so. Und habe dann an und für sich alle Einstellungen vorgenommen und werde dann hier dann den, ich werde jetzt dann den Editor hier wieder schließen, damit alle Einstellungen übernommen werden. Und wieder neu dann den Editor starten. Starte jetzt hier wieder den Editor, rechte Maustaste Tools, Code, mache die Einstellungen wieder zu. Ich bin hier bei den Ordnern herinnen und rufe mal mein erstes PHP-Programm auf. Das bringt mich schon zu dem nächsten Punkt. Ich kann mir mehrere Programme nebeneinander darstellen lassen, wenn ich hier das hier nehme. Editor rechts teilen. Dann öffnet man es hier noch einmal und dann nehme ich dann die nächste PHP-Datei. Da habe ich nur einen, praktisch nichts hineingeschrieben, nur ein Einser. Nehmen wir dann noch eine Index. Das ist dann die eine ausführlichere PHP-Datei. Ja, und du siehst dann schon, ich kann die nebeneinander öffnen. Jetzt wollen wir es aber mal ausprobieren, ob das überhaupt funktioniert. Und da gibt es eben dann dementsprechend dann mehrere Möglichkeiten. Du siehst, je nachdem, wo ich hineinklicke, erscheinen hier oben dann rechts oben dann Run Code. Wenn ich jetzt hier hineingehe, habe ich das hier, klicke dann drauf. Es geht unten dann ein Fenster auf und wir schauen dann, ob das funktioniert hat. Ja, es hat funktioniert. Also er zeigt mir dann genau diese Webseite dann an, die ich damit erzeuge. Und die gibt mir dann bei Problemen keine Fehlermeldung dann dementsprechend aus. Also es funktioniert dann tatsächlich mein PHP-Programm. Was ich ebenfalls noch machen könnte, ist, dass ich hier auf Open im Browser gehe. Das ermöglicht mir dann wiederum diese eine Erweiterung da. Ich klicke jetzt einmal hier drauf. Er fragt mich dann, in welchem Browser ich das öffnen möchte. Ich nehme den Google Chrome bei mir. Er macht es auf und es funktioniert. Ja, und das funktioniert nur, wenn ich halt dann diesen richtigen Eintrag bei diesen ganzen Einstellungen gemacht habe. Ja, ich gehe wieder in Tito zurück. Ja, wir sind mit Tito zurück und ich kann dir letztlich sagen, wir haben erfolgreich dann hier mit unserem Laragon-Server Visual Studio Code heruntergeladen, installiert und mit PHP in Verbindung gebracht. Und du bist in der Lage jetzt, PHP zu programmieren. Viel Spaß mit PHP, Laragon und Visual Studio Code Editor und wir sehen uns sicherlich beim nächsten Video bald.